Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch einige meiner Lieblingskochbücher vorstellen. Es wurde danach explizit gefragt und dem Wunsch komme ich natürlich gerne nach. Und ich würde sagen, wir legen los. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, habt ihr es vielleicht schon gesehen. Mein absolutes Kochbuch Schätzchen im Schrank, es ist relativ neu, ist das Kochbuch Jahreszeiten von Donna Hai. Ich habe es mir gekauft, weil ich es bei einer Freundin zu Hause auf dem Tisch entdeckt habe. Ich habe es so ein bisschen durchgeblättert und geguckt, was ist das denn? Und ich war hin und weg und habe es mir am selben Abend noch bestellt. Es ist viel mehr wie ein Kochbuch. Es ist schon ein Bildband, was uns durch die Jahreszeiten führt. Frühjahrsküche, Sommerküche, Herbstküche und Winterküche verpackt in wunderschönen Bildern. Dieses Buch ist nicht vegetarisch. Es gibt auch Fleisch- und Fischgerichte und diese Fotografie und diese Bilder haben mich wirklich umgehauen. Ich beschäftige mich ja auch super viel mit Food-Fotografie und mit schönen Anrichten von Gerichten und von Bildern. Und das hat mich wirklich umgehauen. Und ich hole mir wirklich sehr, sehr viele Ideen, gerade fürs Fotografieren aus diesem Buch. Und ja, abends, wenn ich Feierabend habe, hole ich mir oft dieses Buch auf die Knie und blätter es einfach durch und bin einfach mega begeistert von diesen Bildern. Ja, ob es die Bilder sind am Strand von tollen Gerichten, ob einen das Herbstlaub schon inspiriert, die schönen Bilder. Ich kann euch sagen, es ist wirklich so schön. Und ich könnte jetzt die nächsten 10 Minuten auch nur darüber reden, wie schön dieses Kochbuch ist. Es ist mehr wie ein Kochbuch, es ist Kochbuch mit Bildband und leckeren Rezepten kombiniert. Also ich werde mir auf jeden Fall nächsten Monat noch ein Buch von dieser Autorin gönnen, weil ich es einfach so klasse finde und die Art, wie das Kochbuch aufgemacht ist, finde ich wirklich mega cool. Dieses Kochbuch ist jetzt schon ein echter Wälzer und ist ganz schön schwer und ich liebe es, dieses Kochbuch im Schrank zu haben. Immer wenn ich morgens halt in die Küche komme und es steht da, freue ich mich mega. Und das ist momentan das schönste Kochbuch, was ich im Schrank habe, finde ich persönlich. Und ich habe das Gefühl, dass es mich noch ganz, ganz lange begleiten wird und inspirieren wird. Und ich freue mich darüber. Es ist einfach super schön. Das nächste Kochbuch, was ich geschenkt bekommen habe, ist das Kochbuch Born to Cook von Tim Melzer. Ein Klassiker, wie ich finde, weil ich es bei ganz, ganz vielen Leuten im Küchenregal immer entdecke. Ich finde es wirklich cool. Hier werden natürlich auch Fleisch- und Fischgerichte gekocht, aber wie? Ich finde, Tim Melzer ist ja ein sehr, sehr cooler Koch. Ich mag den wirklich sehr gerne. Der hat eine coole Schnauze und ist wirklich super sympathisch. Und an seinen Rezepten liebe ich auch, dass sie so einfach sind und einfach auch alltagstauglich. Da ist nicht so viel mit Schnick und Schnack und mit tausend Sößchen Zubereitung und hier nochmal und da nochmal, sondern der kocht einfach so ehrlich und die Rezepte schmecken alle hervorragend und es sind ja auch ein paar vegetarische Rezepte dabei und ich liebe einfach die Art der Zubereitung und ich mag dieses Kochbuch auch sehr gerne, weil die Bilder wieder auch sehr, sehr schön sind und weil ich es einfach gerne in meinem Regal stehen habe. Bekannte und Freunde fragen mich halt auch immer, und kochst du eigentlich nur mit veganen Kochbüchern oder nur mit vegetarischen Kochbüchern? Und die Antwort ist, nein, ich koche mit ganz normalen Kochbüchern, weil ich weiß selber, wie ich Hackfleisch ersetzen kann. Ich weiß selber, wie ich die Sahne ersetzen kann. Und ich finde, im vegetarischen und auch im veganen Bereich gibt es natürlich super viele gute Kochbücher mittlerweile. Aber das war vor 7 oder 8 oder 10 Jahren total anders. Da gab es überhaupt kein cooles, schönes, veganes Kochbuch. Deswegen bin ich so ein bisschen bei normalen Kochbüchern hängen geblieben und hole mir einfach da die Inspiration. Außerdem koche ich auch öfter für Gäste und ich koche auch manchmal für Gäste nicht vegetarisch. Also hier gibt es auch manchmal Fleisch auf dem Grill oder auch Fischgerichte, wenn Gäste kommen. Und meine Gäste sollen sich einfach rundum wohlfühlen. Deswegen möchte ich einfach auch Fleisch und Fisch zubereiten können. Und deswegen finde ich normale Kochbücher für mich persönlich am besten. Und ich, ich vegetarisiere oder ich veganisiere mir diese Rezepte einfach. Und ja, deswegen kaufe ich immer normale Kochbücher. Und ich liebe einfach seine Pasta-Gerichte. Ich finde es einfach total schön, wie er kocht. Und mittlerweile kocht er auch immer mehr vegetarisch, was ich natürlich super finde. Aber dieses Kochbuch liebe ich einfach und ich bin froh, dass man es mir geschenkt hat.
Gestern bin ich leider nicht mehr dazu gekommen, dieses Video zu Ende zu drehen, aber deswegen heute weiter im Programm mit dem nächsten Kochbuch. Das heißt natürlich Jamie und ist von Jamie Oliver, klar. Es ist das erste Buch von Jamie, was ich in der Hand hatte, was ich dann geschenkt bekommen hatte. Fand ich total super und ich liebe es. Es ist eins meiner Bibeln, weil es einfach so vielseitig ist. Es enthält nicht nur Rezepte von Jamie, sondern einfach auch andere Dinge, nämlich wie man Gemüse im Garten großzieht, wie man ja, Gemüse einlegt in Gläsern. Also es ist so vielseitig und er hat wirklich so viele tolle Ideen. Natürlich auch super Rezepte. Und also wenn ihr noch kein Jamie Oliver Buch habt und auch Gartenfreunde seid und ein Riesenfan von Gemüse und leckeren Speisen seid, dann kann ich euch das Buch wirklich empfehlen. Es ist wirklich super vielseitig und ist mit so viel Herz geschrieben. So kommt es zumindest rüber. Auf dem Frauensender Six läuft ja auch ganz oft Kochen mit Jamie Oliver. Ich liebe es einfach und das ziehe ich mir wirklich sehr, sehr häufig rein. Weil man kann so viel mitnehmen, so viel lernen und es ist einfach klasse. Den Typen finde ich einfach echt cool. Jamie Oliver hat ja auch die Küche hier in Deutschland revolutioniert, muss man sagen. Ein junger Koch, sehr, sehr erfolgreich, der am Herd steht. Der ist super nett, der hat Sprüche drauf und ja, ich finde es einfach toll. Ich könnte hier stundenlang schwärmen. Ich bin ein riesen Fan von Jamie Oliver. Da lag es natürlich nahe, dass ich dieses Buch hier auch gerne haben wollte. Die 30-Minuten-Menüs von Jamie. Ja, hat mein Mama immer wieder geschenkt. Vielen Dank. Und dieses Buch finde ich wirklich obercool. 30-Minuten-Menüs, drei Gänge, ja, in 30 Minuten. Und man lernt wirklich sehr, sehr viel, wie man alles gut vorbereitet, damit man wirklich auch in 30 Minuten eine Vorspeise, einen Hauptgang und eine Nachspeise hinbekommt. Er zeigt uns einfach, wie man sich in der Küche gut timet, was so die Kniffe sind, wie man das hinbekommt, wie man Gerichte, die einfach super lange sonst dauern, wirklich in kürzerer Zeit hinbekommt. Also ich habe aus diesen Büchern von Jamie Oliver wirklich so viel gelernt und so viel mitgenommen, dass ich diese Kochbücher nie wieder weglegen werde. Sie stehen in meiner Küche oder in meinem Schrank und ich habe sie echt immer griffbereit. Und ja, Jamie Oliver, die ganzen Kochbücher habe ich mir sagen lassen. Ich habe ja nicht alle, aber das wird sich vielleicht mit der Zeit noch ändern. Aber ich habe mir sagen lassen von ganz vielen Leuten, dass sie die Jamie Oliver Kochbücher einfach lieben. Ich habe zu Hause noch mehr Kochbücher im Schrank stehen. Es ist im letzten Jahr wirklich vieles zusammengekommen und die kann ich dir natürlich heute nicht alle vorstellen. Also wenn du noch ein Video über die restlichen Kochbücher sehen möchtest, dann schreib es mir bitte in die Kommentare, weil ich möchte das Video heute auch einfach nicht zu lang machen. Ja, dann kann ich die restlichen Kochbücher auch nochmal vorstellen, wenn ihr möchtet. Ja, schreibt mir einfach rein, ob es gewünscht ist oder nicht und dann kann ich die euch auch nochmal zeigen. Macht dir noch einen schönen, schönen Tag und eine schöne Woche. Kocht dir was Schönes und bis bald. Tschüss.